Die Industrie- und Handelskammern in Mecklenburg-Vorpommern sehen die Tourismusunternehmen im Land stark benachteiligt. Grund dafür sind die strengen Corona-Regelungen im Vergleich zu der Konkurrenz aus Schleswig-Holstein. In der Tourismusregion Schleswig-Holstein gelten seit dem 19. März weder 3G-Zugangsbeschränkungen noch die Maskenpflicht für die Tourismuseinrichtungen. Die Landesregierung MV plant hingegen eine Hotspot-Regelung bis weit nach Ostern. Laut Matthias Beke, IHK-Präsident MV, verursacht das ein Ungleichgewicht im Norden, das weiterhin mit bürokratischem Kontrollaufwand für die Unternehmen mit 3G und zu einer Gästeverunsicherung führt. Einem verpatzten Saisonstart können sich die Tourismusbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern nach 2021 kein zweites Mal leisten. Bundesjustizminister Marco Buschmann plädiert auf eine aktive Abstimmung zwischen den Landesregierungen der norddeutschen Länder, um nicht gerechtfertigte Wettbewerbsnachteile innerhalb der Branchen zu vermeiden.